So, ich weiß gar nicht, wie weit ich das schon erklärt hatte mal, oder deswegen mache ich da lieber nochmal eine kleine Aufnahme für Leute, die das in Zukunft selber machen wollen. Heckraum vorbereiten für Macho-Umbau. Die untere Strebe kann im Prinzip original bleiben. Da muss hier unten noch kurz die Naht aufgetrennt werden. Es muss ein kleines Stück nach innen und ein kleines Stück nach oben. Die obere Strebe kommt komplett neu. Man kann ein Rohr nehmen, man sieht es aber eh nicht. Macht sich eigentlich einfacher mit Vierkant. Das ist ja 20x20x2, zwei Querstreben rein. Hier vorne gleichzeitig Höckerbefestigung und auch Tank. Die Laschen müssen dazu ein bisschen nach unten gebogen werden und wieder verschweißt werden. Ja, hier verschweißt. Hier ist gleich noch die Halterung für Rücklicht-Blinker-Kombi. Ja, da würde ich sagen, ab mit dem Teil.